So, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von uns. Heute stellt euch der Hendrik die Panigale V2 Bayless Variante vor. Er hat auch das passende Shirt an. Genau, haben wir auch schon bekommen, die passenden Shirts dazu. Und als ein Fahrzeug von der Troy Bayless V2. Die Sonderedition, ich denke, man sieht es direkt, die Lackierung ist sehr auffällig. Ist im Design gehalten von Troy Bayless erster Meisterschaft 2001, als er dann auf der Ducati 996 die World Superbike gewonnen hat. Daran ist das ganze Design angelegt. Wurde letztes Jahr veröffentlicht, dass sie kommen soll, anlässlich seines 20-jährigen Jubiläums von der Meisterschaft. Und jetzt haben wir das Motorrad hier stehen, wollten euch einfach mal zeigen. Grundsätzlich ist es halt eine Panigale V2 erstmal vom Motor her, hat 155 PS, hat 104 Newtonmeter. Was besonders ist, das Öhlins-Fahrwerk, was hier verbaut wurde an der Version. Das heißt, wir haben vorne die Upside-Down-Gabel, die einstellbar ist. Und wenn du einmal rumkommst, sehen wir auf der anderen Seite auch das TTX-Federbein, was hier verbaut wurde. Genau. Das heißt, voll einstellbar, kriegt ihr so für die V2 nicht, kriegt man wirklich nur in der Troy Bayless Variante. Vielleicht kannst du noch kurz den Sitz zeigen, finde ich auch sehr schön. Genau. Die Nummer einmal eingestickt, also wirklich hochwertig, dass es auch lange hält. Vorne haben wir dann noch die Durchnummerierung, also die Fahrzeuge sind fortlaufend nummeriert. Es gibt zwar keine Limitierung in dem Sinne, wir müssen mal schauen, wie lange sie bestellbar bleibt, aber ich hoffe, das sieht man gut. Von Nummer 965. Genau. Ja, dann ist da der 4,3 Zoll TFT-Display drin, der in einigen Fahrzeugen verbaut wurde von Ducati. Auch standardmäßig bei der V2 eigentlich. Der Öhlins-Lenkungsdämpfer ist auch zu erkennen vorne. Ist auch verbaut. Und ansonsten habt ihr die gleichen Sachen von der Elektronik her wie bei auch der V2. Quickshifter, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle. Man sieht vielleicht gerade auch den Tank. Wir haben hier auch nochmal die Unterschrift drauf. Die drei Meisterschaften. Och, das sieht geil aus. Die Jahreszahlen drauf. Und das, das ist geil. Bei den Troy Bayless die World Superbike gewonnen hat auf Ducati. Ja, also ein wirklich sehr, sehr schönes Motorrad. Hier fällt nochmal den Auspuff. Die Kohlefaserabdeckung ist im Zubehör zu bekommen, aber ist in dem Fall schon. Ja, gibt es ja auch für die normale V2, ne? Ja, aber bei der genau. Bayless Serie. Standmäßig da mit dabei. Das ist schon sehr, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Es ist ein wirklich sehr, sehr schönes Motorrad geworden. Durch das Öhlins-Fahrwerk auch echt ein super, super Fahrverhalten. Schön einstellbar auf die eigenen Bedürfnisse. Die große Bremsanlage drauf, damit ihr echt gut wieder verzögern könnt, wenn ihr mal zu schnell unterwegs seid. Ja, also ein sehr gelungenes Motorrad und noch steht es bei uns in der Ausstellung. Wann wir die nächste kriegen, können wir noch nicht genau sagen. Aber wenn ihr da Interesse daran habt, meldet euch gerne beim Nick, bei unserem Verkäufer von Ducati. Oder einfach mal zum Laden, fragt gerne an, da helfen wir euch gerne weiter. Perfekt, vielen Dank, Hendrik. Sehr schönes Motorrad, sehr geiles Video auf jeden Fall. Danke. Bis zum nächsten Mal, ciao.